So, dann möchte ich alle begrüßen zum zweiten Tag, morgens früh. Abends ist es vielleicht ein bisschen später geworden. Da kann es vielleicht mal schwierig sein zu erkennen, wer einem so gegenübersteht. Solche Probleme kennen wir ja auch im Internet. Das nennt sich dort dann im Zweifel Spoofing, wenn jemand das absichtlich ausnutzt. Und davon haben wir alle sicherlich schon etwas gehört, vielleicht schon in irgendwelchen Awareness-Schulungen. Aber Tom Gries wird uns jetzt ein bisschen was weitergehend dazu erzählen, wie man vielleicht Spoofing erkennt oder was das ist und wie das geht. Bei Das ist aber Spoofy, Tom Gries. Ja, danke sehr. Ja, Samstagmorgen, 11 Uhr, ich bin überrascht, schon über 200 Leute hier, also die das alles so hergeschafft haben um die Zeit. Vielleicht habe ich ein bisschen verzählt, ja. Ist schon wieder so ein früher Talk. Ich dachte, ich hätte auf der GPN gelernt. Da habe ich nämlich gesagt, ich habe einen ganzen Tag Zeit, weil ich ja eh da bin. Habe gleich am vierten Tag um 10 Uhr den ersten Talk bekommen im Medientheater. War keine gute Idee. Dachte ich, jetzt habe ich gelernt, gibt nur bestimmte Zeiten an, habe einen ab 11 gesagt. Habe ich den ab 11 gefunden. Also beim nächsten Mal werde ich noch später machen. Ne? Ich bin noch in der Lernphase. Das ist jetzt meine zweite Veranstaltung. Ja, ich habe euch das Thema, das ist aber Spoofing mitgebracht. Also es geht um Spoofing. Und die Motivation dahinter ist eigentlich ganz einfach. In vielen Awareness-Schulungen, da hört ihr immer sowas wie, klickt nicht auf komische Links, passt auf die E-Mails auf, dass sie nicht gefälscht sind. Vielleicht kommen noch so ein paar Hinweise, wie man das erkennen kann. Und ich möchte einen Schritt weitergehen und so ein bisschen die Angreifersicht einnehmen und mal zeigen, wie so ein Angreifer das eigentlich macht und was da tatsächlich dahinter steht. Das heißt, wir gehen noch mal ein bisschen in die Details rein. Ja? Der übliche Disclaimer, wenn ich Vorträge dieser Art halte, weil das andere alles auch zum Angreifen verwendet werden kann, die Kurzversion ist, ihr dürft das nicht, macht das bitte nicht. Und zum Start, ja, was versteht man eigentlich unter Spoofing? Spoofing ist ganz einfach gesagt einfach nur so ein Schwindel, ist ein Fälschen von Absenderangaben, von Adressen, was auch immer. Das steht aber eigentlich nicht alleine. Also es kommt eigentlich kaum einer auf die Idee und sagt, ich will mal ein bisschen was fälschen und das war's. Ne, früher hat man es vielleicht gemacht, so ein 5-D-Mark-Stück, einige erinnern sich, hat man am Tisch festgeklebt oder auf dem Boden, hat sich kaputt gelacht, wenn einer versucht hat, das aufzuheben. Aber beim Spoofing steckt noch was dahinter, da will ich mehr. Das ist eine Vorbereitung für zum Beispiel Phishing, einen Trojaner platzieren oder Ransomware. Na, ich will ja irgendwo reinkommen in die Systeme. Es gibt auch etliche Arten von Spoofing, angefangen hier zum Beispiel mit dem ARP-Spoofing. ARP-Spoofing ist ja auf dem Mac-Layer findet das statt, aber Layer 2, typische Man-in-the-Middle-Attack. Ja, da will ich irgendwo die Kommunikation entweder ja, mithören oder sogar auch beeinflussen. IP-Spoofing, da fälsche ich IP-Adressen. Caller-ID-Spoofing oder SMS-Spoofing, ja, da fälsche ich dann Telefonnummern. Was nicht so, oder wo nicht so viel drüber geredet wird, ist dieses Public Key oder PKI Spoofing. Das heißt, ich erstelle mir einfach einen Key Pair von jemandem, der ich gar nicht bin, Elon Musk oder wer auch immer, und sende dir irgendeinen zu und sage, ich bin's, der Elon, hier hast du meinen Public Key, wenn du mir was schreiben willst. Die letzten drei habe ich rot markiert. Warum? Weil über die wollen wir uns heute mal ein bisschen genauer unterhalten. URL Spoofing ist in letzter Zeit bisschen prominenter geworden. Ich glaube auch bei TikTok und so habe ich ein bisschen was gesehen. Auslöser dafür waren die sogenannten .zip Top-Level-Domains. Dann schauen wir uns noch ein DNS-Spoofing an, insbesondere mit der Host-Datei und Mail-Spoofing, was man damit eigentlich so machen kann. Ja. Gut, legen wir mal los. URL-Spoofing. Wie sieht eine typische URL aus? So zum Beispiel. Ja, facebook.com. Was passiert, wenn ich da draufklicke? Oder vermutlich, was passiert da? Wo komme ich hin? Okay, wer es mal ausprobieren möchte. Ich weiß nicht, ob der von hinten auch zu scannen ist, der QR-Code. Ansonsten habt ihr weniger Tipparbeit mit der Kurz-URL. Einen Mutigen sehe ich hier. Na, wo bist du? Sieht das aus wie Facebook? Ja.
So, okay. Also eigentlich müsstest du sehen, mal gucken, kann man das? Nee, das macht er jetzt leider nicht. Wie kriege ich das denn dahin? Okay. Nächste Challenge. Ich versuch's gleich mal. Ich muss mich noch an Mac gewöhnen. Habe ich hier. Ja, so machen wir das. Genau, so. Ich habe das mal als klickbaren Link mitgebracht. Das Ding war das, was ihr gerade eben gesehen habt. Ich klicke mal vor euch drauf. Was passiert jetzt? Ich bin bei DuckDuckGo, nicht bei Facebook. So, und wenn ihr das an eurem Handy macht oder am Laptop, wird das bei euch genauso sein. Eventuell kommt noch ein Hinweis, der eine oder andere Browser, ist auch ein bisschen abhängig vom Betriebssystem, da gibt noch so einen kleinen Tipp, was da gerade so passiert. Aber ihr seid eben nicht bei Facebook gelandet und nein, ich habe nicht bei euch irgendwas am Rechner manipuliert. Das ist eine ganz normale URL, wie es im RFC drin steht. Ja. Jetzt muss ich einmal wieder gucken, dass ich da zurückkomme. Ja, sieht gut aus. So, das war so ein bisschen erstmal zum Warmwerden. Oh, da passiert ja was. Wer hat damit gerechnet, dass sowas passiert? Oh, doch die Hälfte, über die Hälfte. Ach, warum bin ich eigentlich hier? Okay, ist auch in letzter Zeit ein bisschen prominenter geworden. Das erste Mal, dass ich das gemacht habe, diesen Trick, das ist jetzt fast 30 Jahre her, 25 bestimmt. Also das ist nichts Neues, das ging schon immer so. Damals habe ich dann eine Kopie gemacht von einer Webseite von Heise und da hat man ein Event und habe da ein paar Fotos drauf gemacht, geschrieben, mein Chef hat gedacht, ich hätte einen Heise-Server gecrackt. Wie funktioniert das Ganze, was wir jetzt hier gerade gesehen haben? Also zum einen, das war jetzt ja nur erstmal ein Beispiel, ein Angreifer, der nimmt nicht eine andere Seite, der macht eine Kopie von Facebook oder was er gerade da zeigen wollte. Ich habe jetzt dieses Facebook-Beispiel. Das heißt, da macht er eine Kopie von. Da nimmt er zum Beispiel WGET oder WinWGET, unter welchem System man gerade so unterwegs ist, holt sich eine lokale Kopie und packt das auf seinen Server, beziehungsweise ein echter Angreifer würde nie seinen eigenen Server nehmen, der leiht sich ein. Unter Umständen muss man noch ein bisschen Handarbeit reinfließen lassen, das musste ich hier auch, der hat nicht alle Bilder, nicht alles mitgenommen, die muss man dann nochmal ein bisschen nachladen. Aber das war vielleicht 5 Minuten Arbeit, dann hatte ich eine Kopie von der Webseite, mit der ich das ausprobieren will. Ja, genau. So, ich habe ein Beispiel mitgebracht. Wir werden das jetzt gleich einmal noch mal ein bisschen detaillierter betrachten. Und damit ich nicht Besuch bekomme von der Legal-Abteilung von Facebook, habe ich was anderes genommen. Ich nehme jetzt hier einfach mal ein DVWA. Wir stellen uns mal vor, es gibt eine Seite, die heißt pentestux.de. Ja, die gibt es wirklich. Das ist eine, die ich mal registriert hatte. Und da habe ich jetzt ein DVWA drauf gemacht, extra für heute. Ja. So, und wie sieht das Ding original aus? So sieht es aus, wenn man sich anmelden will. Davon habe ich eine Kopie gemacht und habe die auf einen zweiten Server gepackt. Das ist dann das, was der Angreifer macht. Und damit wir das hier auch gleich noch weiter verfolgen können, habe ich da drauf geschrieben, Spoofzeit. Spoiler Alert, ein Angreifer macht das nicht. Ja, der gibt diesen kleinen Tipp nicht, ne, auch nicht versteckt, das könnt ihr lange suchen. So, was passiert jetzt? Dazu gehen wir nämlich gleich in die Demo rein, weil ich möchte euch ja mit so einem Link auf diese gefälschte Seite, ne, hier wo Spoofzeit draufsteht, da möchte ich euch rauflocken. Dann gebt ihr euch eure Zugangsdaten ein. Ich speichere die und mache danach ein Redirect auf die echte Seite. Ja, das ist eigentlich das, was dahinter steckt. So, und genau, so sieht das dann aus. Das ist die echte Seite. Die wollen wir gar nicht weiter uns anschauen, sondern das ist die gespoofte. Das habe ich noch ein bisschen mehr eingebaut. Das heißt, wenn ich jetzt der User bin und ich will da rein und wer kennt das Video, Sendung mit der Maus, wo die Maus das Internet erklärt? Ja,
Wisse. Also, dann wirst du wissen, was ich hier mache. Das ist Armin. Und wie ist das Passwort? Frikadelle. Richtig, Frikadelle. So, und dann klicke ich mal auf Login. Und jetzt habe ich euch noch ein bisschen was eingebaut, nämlich da oben, ihr guckt da oben links, da steht jetzt drinne, was habe ich hier eigentlich eingegeben. Das ist auf der echten Seite logischerweise nicht. Das habe ich jetzt nur hier gemacht, damit ihr seht, ah, ich habe da schon Zugriff drauf. Und jetzt habe ich hier eine Datei, wo ich die ganzen Passwörter speichere. Da muss ich natürlich einmal jetzt einen Reload machen. Und da habe ich den Armin und Frikadelle. Das heißt also, ich, der böse Angreifer, habe das jetzt gespeichert. Jetzt ist aber hier noch nichts passiert. Ich bin immer noch auf dieser Seite und bin nicht drin. Das macht ein Angreifer natürlich nicht so. Der macht noch diesen Redirect, den habe ich erstmal rausgenommen, weil ihr das ja erstmal sehen solltet. So, und den bringe ich jetzt wieder rein. Falsche Richtung, falsches Links. Und zwar, warum bin ich rausgeflogen? Das ist schön, gerade alles vorbereitet und er schmeißt mich wieder raus. Ich muss hier merkwürdigerweise die Passphrase zweimal angeben, jetzt sogar dreimal. Ja, jetzt geht's. So. So, das habe ich hier dann kommentiert. Ich nehme den Kommentar mal raus. Einmal speichern. Und wenn ich das jetzt nochmal mache, ich gebe jetzt mal einen anderen Namen ein. Was haben wir noch? Nicht den Armin. Nehmen wir mal einen Bemin. Und das ist eine Bratwurst. So. Ist euch was aufgefallen? Das Boost-Website ist weg. Ja, also ich habe sofort den Redirect gemacht, deswegen habe ich das vorher erstmal rausgenommen, man sieht das nämlich nicht so schnell. Wenn ich hier jetzt wieder einen Reload mache, sieht man auch das zweite, habe ich gespeichert, sofort einen Redirect. Und jetzt, wenn ich einen Redirect auf die echte Seite mache, stellen wir uns mal bei Facebook vor, es gibt zwei Dinge, die passieren können. Ich war schon angemeldet, rufe dann die Facebook-Seite auf, Facebook weiß das und ich bin drin. Dann habe ich gar nicht gemerkt, dass ein Redirect stattgefunden hat. Möglichkeit 2, ich war nicht angemeldet oder bin aus irgendwelchen Gründen zwischendurch abgemeldet worden, Session expired, was auch immer, dann sehe ich das Ding nochmal wieder. Was denkt der normale User? Oh, habe ich mich wohl vertippt. Ja? Und wenn er jetzt aufmerksam wird und sagt, ich gucke mal da oben hin, was steht da eigentlich, dann steht in der URL die richtige Adresse. Also auch eine relativ unauffällige Sache. Das funktioniert nicht bei jedem Browser, nicht bei jedem Betriebssystem. Es gibt einige Browser, die sagen, du willst dich jetzt hier gerade anmelden mit Usernamen und Passwort in dieser URL drin. Was soll das eigentlich? Warum machst du das? Ja. So, jetzt ist mein... Also, der macht mich noch verrückt hier, der vertauscht nämlich immer die Fenster. Jetzt muss ich wieder meine Präsentation neu starten. Aha, hat sie wiedergefunden, alles klar. So, da war mal stehen geblieben. So, was steckt da eigentlich hinter? Halt, das ist für euch gut, aber für mich nicht gut. Ja, jetzt ist besser, jetzt sehe ich auch was. So, das ist die Demo, die wir gerade gemacht haben, ja, beziehungsweise, da habe ich dann den Link und da würdet ihr jetzt genau auf die Seite kommen, die wir eben gerade gesehen haben. Warum funktioniert das Ganze? Was steckt da eigentlich hinter? Ich habe mal einen Auszug aus dem entsprechenden RFC mitgebracht und es gibt sehr viele Blogs, was weiß ich, Dokumente, die eine URL beschreiben. Was häufig fehlt, ist der erste Teil. Nämlich das, was ihr dort unter User stehen seht. Ja? Und das, was ich da reingeschrieben habe, da habe ich sogar, sehe ich gerade noch dieses DVWA mit drin, das ist kein Domainname, das ist ein Username.
Dort an der Stelle ist die Authentication und da steht eigentlich Username, Doppelpunkt und Passwort. Und das Passwort auch im Klartext. Ist Bestandteil der URL. Wie gesagt, 30 Jahre alt, war insbesondere dann auch zu Zeiten interessant, wo man mit dem Apache, mit der .htaccess den Zugriff gesteuert hat, da Username und Passwort hatte. Und das war natürlich recht einfach, dann, wenn man so einen Link verschickt hat und nicht geschrieben hat, hier ist der Link zu der Seite, dein Username ist, was ich, Armin, dein Passwort ist Frikadelle. Dann muss das ja jeder reintippern, hat man gleich in die URL geschrieben, war ein kleiner Komfortgewinn. Ich habe also den Username so aussehen lassen wie ein Domainname und damit habe ich die es jetzt noch nicht kannten, reingelegt. Die anderen wussten es schon. Was ich weggelassen habe, ist der Doppelpunkt das Passwort. Sonst wäre es aufgefallen. Das funktioniert, wie ihr gesehen habt. Und das entscheidende Merkmal ist das @-Zeichen. Ja, erst nach dem @ kommt der eigentliche Hostname. So, jetzt sagt ihr vielleicht, das ist doch kein Hostname. Das ist irgendeine Zahl. Das sieht dann nicht mal aus wie eine IP. Muss ich euch enttäuschen, es ist eine IP. Das ist eine IP in Dezimalschreibweise. Ich habe da so einen kleinen Tipp angegeben, ne, diesen Ping, also wer jetzt gerade einen Rechner auf hat, ich will jetzt nicht nochmal wieder wechseln, weil dann sind die Bilder mal ab und auf, macht man einen Ping auf diese Zahl, die dort steht. Ping 2391 und so weiter. Was werdet ihr feststellen? Der löst die dezimale IP-Adresse in die Dotted Quad-Notation auf und ihr seht dann die eigentliche IP-Adresse. Neben Dezimal würde ja auch Hexadezimal, Oktal und so weiter gehen, aber das wäre ja sofort auffällig, das will man ja nicht. Das heißt also, ich habe dadurch das Ganze ein bisschen mehr versteckt und jetzt kommt der nächste Teil, das Slash. Slash ist Beginn des Document Roots, das ist also noch echt, das habe ich immer. Und dann kommt sowas wie Raute index.php. Was ist eine Raute? Wer weiß es? Fragment, genau. Das ist ein Fragment. So, was passiert, wenn ich ein Fragment angebe in einer URL und in der Seite selber gibt es das Fragment nicht? Nichts, richtig. Passiert gar nichts. Das heißt also, hier habe ich ein Fragment angegeben, was nicht existiert. Das ignoriert der Browser total und ich habe danach alles nur so ein bisschen aussehen lassen, wie eine schöne URL und damit habe ich das Eigentliche ein bisschen versteckt. Und das ist der Trick, den ich hier gemacht habe. Ja. 30 Jahre alt, das Ding funktioniert immer noch. Ich sehe da Verbesserungsbedarf bei den Browserherstellern. Und ich könnte mir vorstellen, dass es in nächster Zeit häufiger wird, gerade jetzt durch die .zip-TLDs ist da ein bisschen Bewegung reingekommen. Gut, das war URL-Spoofing, URL-Verschleierung. Habt ihr da Fragen zu, bevor ich zum nächsten gehe? Bitte sehr, da brauchen wir einmal das Mikrofon. Ja, Eva? Einmal das Mikrofon bitte. Ah, da, es kommt noch eins. Kann ich nicht das Fragment einfach auch weglassen? Das ja. Bringt mir in dem Fall jetzt ja. Keinen Vorteil. Okay. Ja, kannst du weglassen, aber dann ist die URL insgesamt kürzer und es wird auffälliger. Da oben ist noch eine Frage. Kann man bei dem Redirect den Nutzer auch direkt einloggen, weil man hat ja die Login-Daten und vielleicht kann man Cookies irgendwie so setzen, dass der dann auch bei dem Original-Facebook direkt eingeloggt ist? Das habe ich mich gefragt. Ja, also es gibt vermutlich noch ein bisschen weiteres Optimierungspotenzial, was ich hier machen kann. Ja, aber das habe ich alles dann nicht mehr weiter getestet, weil das reicht mir eigentlich schon aus. Ich würde mal sagen, 80% der Fälle oder vielleicht sogar mehr. Gut. Ja, das war der erste Teil, URL-Spoofing. DNS-Spoofing habe ich auch was mitgebracht und ich habe das extra in dieser Reihenfolge gemacht. Wenn wir das jetzt kennen, dann würden vielleicht andere Sachen auch noch mal ein bisschen interessanter. So, DNS, Domain Name System. Ich denke, ihr kennt alle die Hierarchie. Ne? So sieht das ganze Ding denn aus. Das ist also das typische DNS, was es seit irgendwann in den 80ern gibt. Vorher gab es halt nur die Host-Datei. Und so ein typischer Eintrag in so einem Name-Server, ne? Das ist jetzt hier von Binance, so eine Zonendatei, die sieht so ein bisschen, ja,
für den einen vielleicht spektakulär, für den anderen unspektakulär aus. Das heißt, da steht einfach nur drin ein Domainname und dann, was für eine Art von Eintrag ist es? Ne, das A ist ein interessant, A für Address, und da steht dann die IP-Adresse dahinter. Ja, und viel mehr steht da eigentlich gar nicht drin. Da gibt es verschiedene Arten, ne, und da kann man auch noch anderen Unfug mitmachen, ja. Und die Namensauflösung, das ist jetzt der interessante Teil, ne, weil wir gucken uns mal an, wie werden eigentlich solche Namen aufgelöst, wenn ich im Browser eingebe pentesttux.de zum Beispiel oder hier wie hier example.net. Zoomen wir mal ein bisschen ran. Ja. Ich habe also den Browser und der Browser, ich tippe das ein, example.net, und der Browser übergibt die Anfrage an den lokalen Resolver. Ja, ist in jedem System drin und der, das Erste, was der macht, bevor der rausgeht in die große, weite Welt und sagt, so, ich muss mal rausbekommen, welche IP-Adresse steckt hinter diesem Namen, geht er auf die lokale Host-Datei. Jedes System, ob das jetzt hier so ein Mac ist, ein Windows-Rechner, ein Linux-Rechner, die haben alle noch diese Host-Datei. Die gibt es, seitdem es Namen gibt. Das war das allererste, wo man weggegangen ist von IP-Adressen, die damals noch ein bisschen anders waren, auf Namen. Und da steht auch nicht unbedingt das drinne mit der Hierarchie, wie wir das kennen, also sowas example.net. Da stand dann, was ich, Obelix, Asterix, wie man die auch genannt hat, war manchmal nur ein Name. Man konnte das mit einem Punkt trennen, musste man aber nicht. So, und wenn ich jetzt in diese Datei reingehe, und da habe ich jetzt auch mal so einen Auszug mitgebracht, und wichtig ist, die kommt immer zuerst. Ja, ich kann das umkonfigurieren, aber wir reden ja nicht davon, dass einer Hand anlegt und das auf seinem lokalen System sagt, lass die weg oder nimm die zum Schluss, sondern wie ist das defaultmäßig, standardmäßig. Und da wird zuerst reingeschaut und man sieht, man erkennt gewisse Ähnlichkeiten wieder von dieser Name-Server-Datei, ist also auch nur eine Textdatei, da steht eine IP-Adresse drinne. Dann kommt der Name, den ich haben möchte, und danach ein oder mehrere Aliase. Ja, ihr seht das im ersten Beispiel, 127.0.0.1. Name ist Localhost und Alias ist zum Beispiel Localhorst oder Horst. Das heißt, wenn ich da jetzt machen würde, Ping Horst, dann würde er mir die 127.0.0.1 ausgeben. So, und da kann ich auch andere Dinge eintragen. Ich habe das mal gemacht mit dem 4x9. Nein, 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 nein. Aber wenn ich das mache, dann habe ich lieber 4x9 getippt. Geht schneller. Ist ja nur ein Beispiel hier. Aber ich kann auch sagen, ich gebe nur einmal Nein ein und dann habe ich den. Oder Quad Nein oder For Nein. Ich kann mir ja beliebige Namen ausdenken. Ja? Ich denke, soweit ist das klar. So. Beispiel für IP-Spoofing. Wenn ich jetzt die Möglichkeit habe, diese Seite oder diese Datei zu beschreiben und dafür brauche ich Adminrechte. Dann trage ich da eine IP-Adresse ein, die es wirklich gibt, zum Beispiel hier von dem example.net. Da könnt ihr wieder kreativ sein, das könnte auch Facebook sein, die Commerzbank, was man immer gerade so gerade haben möchte. Diese IP-Adresse zeigt dann auf meinen geliehenen Server, also ich bin jetzt im Moment mal wieder der Angreifer, ich habe mir einen Server irgendwo geliehen, von jemand, der gar nicht weiß, dass ich ihn geliehen habe. Der war da unbeteiligt in dem Verleihvorgang. Mach da die Kopie drauf, trag hier dann ein, in unserem Beispiel dieses pentesttux.de, und dann landet der bei mir. Das heißt also, das, was wir eben gemacht haben mit der URL, mache ich jetzt ein bisschen mehr hardcoded auf diesem speziellen Rechner. Nachteil, wenn ich das mit mehreren machen will, ich muss das auf jedem Rechner machen. Wir haben am Anfang dieses Bildchen gesehen mit der Auflösung. Ich gehe nochmal kurz zurück. Dieses hier meine ich. Wenn ich jetzt an diesem sogenannten Assigned Name Server, also der dort immer als erster gefragt wird, wenn ich den übernehmen kann, dann brauche ich das nicht für alle machen, dann habe ich noch eine bessere Möglichkeit. Also es gibt an diesem Bild mehrere Möglichkeiten, wo ich angreifen kann, aber wir machen heute nur diese Host-Datei. So, ich glaube, das Prinzip ist verstanden. Frage, kennt einer den PwnPy? Einen kleinen Raspberry Pi 0W, ja, wunderbar. Den habe ich auf der GPN, hatte ich da einen Talk zugehalten. Und mit dem mache ich das so, ich stecke den an, habe ein paar Skripte vorbereitet und dann drücke ich aufs Knöpfchen und dann habe ich diese Einträge automatisch drin. Voraussetzung, es muss ein Windows-System sein. Ich habe das jetzt für Windows vorbereitet. Ich kann das für andere aber genauso vorbereiten. Ja.
jeweils angriffsziehenden Windows-Rechner und der angemeldete User muss Adminrechte haben. So, ihr kennt das mit Windows, wenn ich jetzt Adminrechte brauche, dann kommt die kommt so ein Pop-up-Fenster, sagt, willst du das wirklich? Ja, nein. Und der PornPy, der simuliert Tastendrücke und dann mache ich Tap, Tap oder einmal Tap, Enter und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich will. Und schon bin ich in der Lage, das da einzutragen. Das ist ein ganz einfacher Echo-Befehl mit Umleitung, schreibe ich da rein, fertig. Wenn ich das Ganze eben mache, also vorbereitet habe mit einem bereits gebooteten kleinen Rechner, da habe ich eine Mini-Powerbank, ne, das wiegt doch nicht viel, klebe ich zur Not auch mit doppelseitigem Klebeband vielleicht da dran oder mit tacker ich fest, wie auch immer, stecke ich kurz rein, das dauert wenige Sekunden, dann zieht das Ding wieder ab und ist der Eintrag drin. Der andere hat sich gerade nur umgedreht, weil er einen Kaffee holen wollte, der ist nicht mal aus dem Raum raus, und also das geht so schnell, das kriegt keiner mit. So, das ist einfach so ein bisschen so die Ergänzung, wie man das auch noch weitermachen kann. Ihr seht, ein bisschen Kreativität kann man viel mitmachen. So, Fragen soweit hierzu, zum DNS-Spoofing. Wie ist das mit dem DNS-Cache? Liest ihr den vor der Hostdatei oder... Liest du die Hostdatei zuerst? Der müsste die, also jetzt bin ich ein bisschen im Spekulativen, der müsste die Hostdatei zuerst legen. Wenn ich also das sehe, Cache, Moment, es gibt, ich gehe nochmal aufs Bild zurück. Also Cache ist nicht gleich Cache. Also, wenn ich das Bild mir jetzt anschaue, ich nehme hier meinen virtuellen Laserpointer, jetzt müsst ihr das sehen. Okay, also einmal der Browser hier, der hat einen Cache. Der liest den natürlich zuerst, bevor er irgendwas macht. Wenn er feststellt, ich habe den Namen schon aufgelöst und die TTL, die Time to Live, ist noch nicht abgelaufen, ja, dann nimmt er den Eintrag. Ende Gelände. Hat er den nicht oder ist die TTL abgelaufen, dann übergibt das an Resolver. So, und der Resolver, der guckt dann erstmal in die Host-Datei. Ich kenne nicht alle Implementierungen von den Resolvern. Ich weiß nicht, ob die auch nochmal lokal cachen. Der nächste Nameserver cached auf jeden Fall. Also ich kenne es aus dem Web-Development, wenn man dort dann irgendwo von einer Development-Plattform auf eine Live-Plattform umschaltet. Ist, glaube ich, nicht an das Mikro, oder? Der ist. Ja, doch. Ist an. Da kommt es immer wieder mal vor, dass man dann irgendwo einen Cache aktualisieren muss. Und das geht bei Windows mit IP-Config Flash DNS, ja, dass er den, ja, neu, ja, genau, zieht. IP-Config Flash, genau. Cached halt auch nochmal irgendwo irgendwas. Ja, deswegen, ja, stimmt. Die Frage, was davon zuerst greift. Ja, ja, der wird vermutlich nicht anders aussehen als andere Cache auch, also mit der TTL, ne? Der nächste ist dann bei dem Nameserver, bei diesem sogenannten Assigned Nameserver, der hat natürlich auch nochmal einen Cache, guckt da auch nach. Und auch wieder ein weiterer Angriffspunkt, aber das geht dann schon wirklich, hier steht es auch mit dem lokalen Cache, das geht also schon sehr ins Detail, ist diese Hint-File. Ne? Dieses Hint-File, das heißt tatsächlich so, ne? Da stehen die Root-Nameserver drin. Wenn ich in der Lage bin, das auszutauschen und meine eigenen Root-Nameserver einzutragen, das müssen dann keine 13 sein wie im Original, das ist vielleicht nur einer oder zwei, reicht das auch aus. Und dann baue ich meine eigene Infrastruktur an Nameservern aus, auch für diesen Angriff. Nameserver, es gibt Konstellationen, da haben Firmen trotz Firewall, ja, auch Nameserver oder sagen wir, die lokalen oder internen Nameserver dürfen nach draußen telefonieren, über die Firewall rüber. Wer sowas administriert, achtet da mal drauf, ne? Man kann da auch Daten rausschleusen. Gibt es also auch interessante Angriffe, bei YouTube auch ein paar Videos dazu. Ja. Weitere Fragen? Also Angriffe mit Nameserver ist schon ein bisschen spaßig und ihr seht, da sind so viele Möglichkeiten und mit ein bisschen Kreativität oder sowas kommt man daran. Und das zu finden, gerade die Hint-Datei, wenn du da kein Monitoring drauf hast, glaube ich mal, da brauchst du Tage, um das rauszufinden. Gut, so, dritte Thema, letzte Thema, was ich euch mitgebracht habe. Boah, ich bin viel zu schnell, sehe ich gerade. Aber ich habe gedacht, in einer halben Stunde schaffe ich das nicht. Naja. Ist Mail-Spoofing.
Was brauche ich für Mail-Spoofing? Brauche ich ein Telnet. Telnet ist alt, ist verdammt alt. Eins der ältesten Protokolle gab es quasi von Anfang an, war dazu gedacht, um andere Server zu administrieren. Also sobald man also nicht mehr davor gehen wollte und eigene Tastatur und Monitor hatte und das auch von der Ferne machen wollte, brauchte man Telnet. Telnet ist eins von den Klartext-Protokollen, das heißt also alles, was da über die Leitung geht, ist reiner ASCII-Text, mehr ist es nicht, inklusive Benutzername und Passwort. Das heißt, also, sobald ich einen Sniffer im Netzwerk habe, was ja recht einfach ist, ne, sehe ich sofort in so einer Kommunikation, ah ja, das ist der Username, das ist das Passwort, ich hab's. Ja, melde ich mich gleich 2 Minuten später an, ändere das Passwort, der ist draußen. So, das benutzt man heute nicht mehr, außer vielleicht noch für das ein oder andere funny Ding, zeige ich gleich noch was für. Heute benutzt man für die Administration SSH, Secure Shell. So, Secure Shell ist aber nicht Klartext, ist alles verschlüsselt und das kann ich hier jetzt nicht gebrauchen. Das heißt, das, was ich gleich mache, da brauche ich ein Telnet für. Beziehungsweise ich nehme ein Telnet, sage ich gleich noch was zu. Weil ich ein Klartext-Protokoll brauche. Es gibt noch andere, oder ist mir was weggerutscht, sehe ich gerade. FTP, SMTP gibt es nicht. Da fehlt ein Return. Es gibt noch andere Klartext-Protokolle, zum Beispiel HTTP. Ja, wer kennt das mit dem Protokoll, beziehungsweise, ja, wie ich das machen kann? Ja, wir können vielleicht mal einen kleinen, also ihr seht es eigentlich hier auch, brauche ich jetzt nicht extra abtippen. Ihr macht ein Telnet auf einen Webserver, zum Beispiel den example.net, den gibt es ja wirklich, und ihr sagt ihm, welchen Port, Port 80 oder HTTP, da steht in der ETC Services drin. Ja, ihr könnt auch Port 80 angeben. Müsst aber einen Port angeben, weil Telnet ist 23, sonst sagt er, ist nicht. Also Default Port bei Telnet, das wird nicht funktionieren. Dann löst er den Namen auf, ihr seht es hier, ne, mit Trying 93 und so weiter. Dann hat er eine Verbindung, Connected to. Er sagt mir noch, wie ich wieder rauskomme. Und dann tippe ich, dann schreibe ich hier get/http/1.0, einmal Return drücken. Damit sage ich ihm, ich will das Startdokument vom Document Root, ich spreche HTTP und zwar in der Version 1.0. Ich hätte hier jetzt auch 1.1 nehmen können, das funktioniert genauso. Jetzt hat man vor langer Zeit mal darauf gekommen, dass IP-Adressen, also das kommt auch aus Zeiten oder funktioniert auch schon in Zeiten, wo eine Webseite eine IP-Adresse hatte und die nicht geshared wurde. Also diese virtuellen, das gab es noch nicht. Die kam aber relativ schnell, kam man da drauf, dass es virtuelle Seiten geben muss, damit sich also mehrere Domainnamen, Webseiten eine IP-Adresse teilen konnten. Um die zu unterscheiden, muss ich aber dann den Hostnamen angeben. Und das ist hier, was hier gemacht wird in dieser Version. Ich muss Ihnen sagen, ich möchte gerne vom Host example.net. Mache ich das nicht, bekomme ich irgendeinen Default, den ich vielleicht gar nicht haben will. Oder Fehlermeldung. So, und danach, das ist der Trick, muss ich zweimal Return drücken. Und wenn ich das mache, das habe ich jetzt hier nicht als Bildchen mitgebracht, dann bekomme ich all dieses HTML-Geraffel, was so ein Browser anfragt, was er halt dann verarbeiten kann, interpretieren kann und anzeigt. So, andere Klartextprotokolle, ich habe es hier mal aufgeschrieben, ne, auch sowas wie IMAP, POP3, FTP, SMTP, kann ich alles genauso machen. Also ich kann auf einen IMAP-Server, IMAP4-Server draufgehen, mit Login und so weiter, kann ich genauso mit ihm mich unterhalten, auch mit FTP. So, wofür braucht man Telnet ansonsten heute noch? Blinkenlights. Wer kennt es? Ach, so viele. Ich habe mal eine Minute Auszug mitgebracht. Wenn ihr da mit Telnet drauf geht, also mit dem Befehl, den ich da oben angebracht habe, -6 heißt einfach nur, nimm mal IPv6, das ist ein bisschen stabiler, dann fängt er an zu laufen und zeigt hier eine kleine Star Wars-Geschichte. Lass ich mal kurz laufen, das geht nur ein Minütchen. Na, guck mal, Hälfte ist schon durch. Wie am Anfang so die Story erstmal erzählt. Ich glaube, das geht insgesamt zu 20 Minuten oder sowas. Ja, ich habe da auch mal das als Video abgefilmt.
Da seht ihr noch die Schießerei und das war's dann. Wie er doomt. Ja. Ne, wenn ihr das selber ausprobieren wollt, ihr seht die URL, die Befehl, ne? telnet-6towel.blinkenknights.nl. Ups, weiter geht's. So, Mail-Spoofing. Was wollen wir machen? Ich möchte irgendjemand eine Mail senden, die aber nicht von mir kommt, ne? Von Angreifer at, ja, sondern vielleicht von irgendjemand, den er kennt, dem er vertraut, der interessant klingt und der sagt, du hast im Lotto gewonnen oder was auch immer oder ich brauche mal die und die Dokumente und so weiter. Und ja, wie funktioniert das? Ich mache jetzt hier dieses eine Beispiel mit einem Account bei Outlook, den ich dort registriert habe. Das kann man natürlich mit allen möglichen machen und manchmal muss man vielleicht noch ein bisschen tricksen. Da das alles per Hand gemacht wird, ist das natürlich hoch anpassbar. Unter Umständen muss ich für etwas, sagen wir mal, bessere Angriffe, muss ich die Infrastruktur von meinem Opfer kennen. Was haben die? Haben die einen Outlook? Wie machen die das? Wie schreiben die ihre Namen? Nachname, Komma, Vorname oder haben die Vorname, Leerzeichen, Nachname? Weil so muss ich das dann hier auch aufbauen. Dann habe ich sogar den Effekt, wenn ich so etwas schreibe und er sieht den Namen von seinem Kollegen und er klickt da drauf in seinem Outlook, dann ist er im Outlook-Adressbuch und sieht tatsächlich seine Daten. Also das funktioniert. So, womit fange ich an? Ich will ja erstmal wissen, wer nimmt denn für outlook.de überhaupt die E-Mails an? Also wer ist der MX, also der Mail-Exchanger? Ich habe das jetzt mal ungefiltert gemacht. Ich habe einen Dick dafür genommen. Und ihr seht denn hier, hier steht es, ne, outlook.de hat den Mail-Exchanger und dann kommt so ein ganz langer, grässlicher Name. Aber das ist der Server, der die Mails annimmt. So, wenn ich den habe, dann kann ich mich ja mit dem verbinden, mit dem Telnet, was wir gerade eben gesehen haben. Ja. Also Telnet auf diesen langen, fürchterlichen Namen und am Ende diesmal SMTP, nicht HTTP, weil ich will ja diesmal Port 25. Ich hätte auch die Portnummer nehmen können. Das Beispiel ist ähnlich wie eben. Ich sehe, er versucht was auf einer IP-Adresse, das heißt, er hat die auch aufgelöst, er verbindet sich mit dem. Und jetzt gehen wir mal auf die nächste Seite, da habe ich ein bisschen was farblich markiert, kann ich ein bisschen was zu erzählen. Eins ist klar, das ist die Adresse, da will ich hin. Die zwei, das erste, was ihr hier seht, 220, das kommt von dem Server. Der sagt 220, alles was mit 200 anfängt, ist okay. Sagt er, jo, mir geht's gut, ich rede mit dir, ach übrigens, ich kann eh SMTP, ne, und das ist so Datum, Uhrzeit und so weiter. Dann muss ich mich vorstellen und sagen, wer bin ich denn? Und das mache ich mit dem Hello. Und eigentlich müsste ich hier einen kompletten Namen angeben. Ne? Hello host.example.net oder example.net oder was auch immer. Viele Mail-Server sind aber so konfiguriert, dass sie ein bisschen lax sind, ein bisschen großzügig. Da kann man auch nur einen Buchstaben nehmen. Und ich mache so ein Hello You. Ob das funktioniert, sehe ich in der nächsten. Er gibt mir ein 250, also das ist ein gutes Zeichen. Und einige sagen auch noch, entweder wiederholen sie hier den Namen, Hello You, Hello Name, und einige schreiben noch so alte Postfix-Dinger, Nice to meet you. Die sind höflich. Lässt du das Hello You weg, gibt es auch Mail-Server, wenn du dann sagst, ich fange jetzt gleich an und ich will Mail from und so weiter, dann sagt er irgendeine Fehlermeldung, polite people greet first, oder? Also, weist einen darauf hin, dass das auch nicht so ganz so freundlich ist. Jetzt kommt der gelbe Bereich, da sage ich ihm, von wem kommt denn die Mail? Und da kann ich mir einen beliebigen Namen ausdenken. Und das, was ihr jetzt seht, was ich hier mit Telnet mache, ja, das kann ich auch mit jedem beliebigen Client machen oder fast jedem beliebigen Client. Vorteil hier ist, einmal ihr seht ganz genau, was passiert. Ich bekomme jede Meldung zurück, die ich beim Client nicht sehe, also auch vielleicht versteckte Fehler. Ne? Und für eben mal schnell was machen, ist das einfacher, als einen Client zu konfigurieren. So, Mail from, da sage ich ihm von wo, wer bin ich eigentlich?
da muss ich auch was ziemlich Echtes angeben und die Regel sagt, der RFC sagt, bitte in spitze Klammern setzen. Könnte sonst Fehlermeldung geben. Sagt er mir, ja, Sender ist okay. Jetzt kommt der Recipient 2. Ich bin ja auf dem Outlook.de, beziehungsweise dem Server, der für Outlook.de annimmt, der muss jetzt annehmen. Der kann nicht sagen, nee, will ich nicht. Der muss schon annehmen. Gehe ich auf einen anderen Mail-Server, der sagt, nee, ich mache kein Relay, ne? Mache ich nicht. Also Recipient 2, dann sage ich ihm, mit wem will ich denn eigentlich? Dann sagt er auch, okay, damit habe ich schon mal die erste Hürde, nee, eigentlich die zweite, die erste sehen wir gleich, ne? Die zweite genommen und ich kann anfangen. Dann gebe ich ein Data ein, das bedeutet, jetzt lege ich los. Jetzt kommen die eigentlichen Daten. Sagt er mir auch noch, jo, mach mal, und wenn du fertig bist, nimm eine Leerzeile, mach da nur einen Punkt, drück Return und dann bist du fertig. Jetzt kommt das, was man in der eigentlichen E-Mail sieht, dieses From, ne? Von wem kommt das eigentlich? Und ihr seht, da habe ich mir einen ganz anderen Namen ausgedacht. Ne? Also hier, beziehungsweise noch einen Namen davor geschrieben. Aber hier, das Pentest Tux habe ich sogar gleich gelassen. Ich kann hier jeden beliebigen Namen angeben. Das kann Donald Duck sein, Bill Gates, wen auch immer. Hier findet keine Prüfung mehr statt. Auch das Tut, da kann irgendein beliebiger Name sein, das muss nicht mal eine E-Mail-Adresse dahinter stehen. Hat man bei Verteilerlisten zum Beispiel, da steht keine E-Mail-Adresse, da steht nur die Verteilerliste XYZ. Da nehme ich natürlich den, wo ich hin will. Also damit das für ihn alles so echt wie möglich aussieht. Und der Trick ist, wenn ich das wirklich spoofen will, dann habe ich das hier in diesem From, da habe ich dann den Namen, den ich eigentlich falsch haben möchte. So, und jetzt gibt es noch etwas, was ich hier dazwischen bauen kann. Das ist ein sogenanntes Reply To. Das heißt, ich bekomme, also ich kann einen offiziell aussehenden Absender anzeigen lassen. Das Reply To sieht man nicht, das sieht er erst, wenn er auf Antworten geht. Und ob er dann nochmal guckt, ist die Frage. Das zweite ist, die Namen sind beliebig. Ich kann mir auch einen Namen ausdenken, denn der ist... Ich bin dein Kollege mit der E-Mail-Adresse und das ist eigentlich nur ein Name, ist keine E-Mail-Adresse. Und die E-Mail-Adresse, die falsche, kommt dahinter. Und je nach Client wird das angezeigt oder nicht. So, jetzt habe ich hier nur so ein Hallo Welt. Mit einem Punkt bin ich fertig, abgeschlossen. Er sagt, jo, ich nehme es an, ich stelle es zu, dann beende ich das Ganze mit einem Quit. Verbindung wird abgebaut und das war's. So, jetzt schauen wir uns mal an. Wie sieht das denn eigentlich bei dem Empfänger aus? Der bekommt jetzt so eine Mail, ne, Test vom Talk in Darmstadt. Da steht dann auch, von wem das kommt. Also alles, was ich da eben angegeben habe. Und das ist da, wo ich genau ansetzen kann und fälschen kann. Hallo Welt, ne, also nichts Aufregendes. So, mit Gefälschten sieht das denn so aus. Das ist das, was ich eben schon angesprochen habe. Habe ich noch den Laser? Ja, ich habe ihn noch. Da habe ich hier, ach, einen Clark Kent habe ich jetzt genommen. Ja, Clark Kent, Smallville US. Es geht wieder an den gleichen. Ich denke mir irgendeinen Betreff aus. Und wenn ich das jetzt absende, ja, hallo Lifehacking und so weiter, wenn ich das jetzt absende, ich gehe mal auf die nächste Seite, dann sieht das auch so aus, wenn das von diesem Clark Kent kommt. Und wenn das jetzt mein Kollege ist, aus der gleichen Firma, dann sehe ich sogar sein Adressbuch. Ich habe das mal getestet bei einer etwas größeren Firma. Und ich konnte draufgehen und konnte dann sehen, also seine Telefonnummer oder Telefonnummern, seinen Titel und so weiter. Also der zeigt original das Adressbuch an. Wenn ich jetzt, ich habe dieses Reply To eingebaut, ja, wenn ich jetzt sage, ich gehe auf Antworten, dann sieht man hoffentlich, achso, nee, da habe ich das Reply To nicht eingebaut, ja, sorry. Da geht es jetzt an den zurück. Also auch das funktioniert und hier könnte ich jetzt ein anderes Reply To angeben und dann würde der da stehen. So, das war im Prinzip schon, was steckt da eigentlich hinter, wie funktioniert das? Und ihr seht, es ist relativ einfach und wenn ihr oder wenn so ein Angreifer einen Mail-Client nimmt, ist es vielleicht noch ein bisschen einfacher. Es sieht ein bisschen kryptisch aus, aber hat man dreimal gemacht, dann ist die Scheu auch weg und dann ist das gar nicht so schwierig, ne? Mit Telnet und mit ganz normalen Tastaturen. So, jetzt fragt er sich vielleicht der ein oder andere, wie ist denn das bei der Telekom?
Und wenn ich zu Hause sitze oder der Angreifer zu Hause sitzt und sagt, ich mache das mal von zu Hause, ich suche mir den raus, welcher Server übernimmt den von der Telekom, telekom.de. Da kriege ich gleich eine ganze Auswahl und bei dem MX ist etwas dabei. Hier, ihr seht eine Zahl, die 100. Das ist die Priorität. Das bedeutet, wenn ich eine Auswahl an Mail-Exchangern habe, hier habe ich 5 Stück, die niedrigste Zahl nimmt er zuerst. Sind alle gleich, dann nimmt er sich irgendeine. Also ich kann hier auch bewusst steuern, nimm bitte immer den, außer der ist nicht erreichbar, dann nimm die anderen. Aber hier in dem Fall haben sie alle gleich gemacht. So, ich habe also einen rausbekommen, habe mir jetzt irgendeinen rausgegriffen. Ich sitze zu Hause bei mir und mache da auch ein Telnet drauf, was normalerweise auch funktioniert. Und was sagt der? Ich finde es so nett. Ja, your access to this mail system has been rejected due to the sending MTA's poor reputation. Was steckt dahinter? Ich komme von zu Hause, habe ich eine IP-Adresse aus einem Pool von dynamischen IP-Adressen. Und er sagt, also eine dynamische IP-Adresse versendet keine Mails. Und er schmeißt mich raus, bevor überhaupt eine richtige Verbindung stattgefunden hat. Das meinte ich vorhin mit Schritt 2. Das ist nämlich der Schritt 1. Also hier muss ich mal die Telekom positiv erwähnen. Das hat sie gut gemacht. Schmeißt einen raus, bevor irgendwas stattfindet. Ja. So, ich sehe, wir sind nah am Ende. Ne, das war, das ist aber spoofy. Wir haben noch ein paar Minuten für Fragen. Wer da noch Fragen zu hat. Wenn nicht, hoffe ich, ja, da hinten sehe ich eine Frage. Okay. Aber erstmal ein Danke, glaube ich, für den Vortrag. Ja. Aber jetzt wollen wir die Fragen noch hören, beziehungsweise die Antworten. Ja, eine Frage zu Gegenmaßnahmen bei dem Mail-Spoofing. Es gibt ja eine ganze Reihe von Gegenmaßnahmen über das DNS, dass man so Einträge macht, welcher Name-Server überhaupt versenden darf und so weiter. Ja. Ich hätte jetzt erwartet, dass ein Microsoft Outlook-Server irgendwie sowas mal überprüft, von woher das kommt. Ist das nicht der Fall? Ja, es gibt Anbieter von im entsprechenden Mail-System, Mail-Proxys und was für Add-ons es noch alles so gibt, die tatsächlich das eine oder andere noch prüfen und die auch zum Beispiel sagen, eine interne Adresse kann nie von extern kommen. Das mag nicht für jeden Fall so stimmen, aber in vielen Fällen ist es ja so. Der Mail-Server selber macht das erstmal nicht. Ja, aber du kannst das noch bei einigen gegen Einwurf entsprechender Münzen oder Scheine, ne, was klimpert, wollen nicht, die wollen Raschelgeld, kannst du das einkaufen. Ja. Also es gibt schon ein paar Maßnahmen, aber mit dieser Handarbeit und wenn du die Gelegenheit hast, das quasi auszuprobieren, weil du irgendeinen Angreiferkumpel drinne hast in diesem Netz und der sagt dir, oh, das sieht das so aus, du musst es dann noch machen, ist es sehr, sehr schwer, was dagegen zu unternehmen. Weil das die Standards sind. Das gibt der RFC so her, das muss so sein. Ja, also du kannst eine Prüfung machen, von extern kann keine interne E-Mail-Adresse kommen. Die musst du eigentlich ablehnen. Also in vielen Fällen ist das so. Weitere Fragen? Ich sehe keine mehr. Ja, habe ich wieder alle Fragen beantwortet? Ich könnte noch eine fragen, ob man da nicht ein bisschen was den Browsern oder Mail-Clients oder sowas noch ein klein bisschen was einen Hint geben könnte, dass sie vielleicht doch ein bisschen was mehr anzeigen von vornherein, dass man vielleicht ein bisschen was aufmerksamer werden könnte. Es gibt auch bei den Mail-Clients auch je nachdem auch noch andere verschiedene Tricks mit diesem Namen. Da bin ich jetzt gar nicht so detailliert drauf eingegangen. Wenn ich jetzt das Problem habe, dass ich habe einen Namen und danach wird die gefakte, die falsche E-Mail-Adresse angezeigt. Dann reicht es bei einigen aus, wenn ich da, was ich 50 oder 100 Leerzeichen mit dem Namen mache, dann wandert nämlich die E-Mail-Adresse aus dem sichtbaren Bereich raus. Ja. Beim Outlook ist es nicht so, der macht dann schön einen Unterstrich und das fällt erst extra auf. Da muss ich anders tricksen. Ja. Da ist noch eine Frage. Hinweis. Also der Trick mit den Leerzeichen funktioniert im Outlook zumindest bei E-Mail anhängen. Mhm. Ja, wenn man dann irgendein geskriptetes Dokument hat und hat dann irgendwas .pdf, 100 Leerzeichen, .html, das haut hin. Das fällt nicht auf. Mhm.
Bei den Mailadressen habe ich es bisher noch nicht getestet. Ja, ich hatte es mal für einen anderen im Vortrag und da hast du dann einfach nur bei den modernen siehst du das so. Und die meisten haben halt Outlook, ne? Also, ja. Gut, ich glaube, Fragen sind vorbei. Ja, dann hoffe ich, trotz der frühen Stunde, ihr habt was mitgenommen, hat euch Spaß gemacht und dann viel Spaß bei den nächsten Vorträgen. Genau, nochmal danke, Tom Ries.